fahren jetzt die Straße raus nach Mrirt Kenifra. Mhm. Heißt N8. Okay. Also weiter rein ins Land, ne? Ja, genau. Und dann biegen wir irgendwann ab Richtung Todra Schlucht. Die Marokko-Reise geht weiter. Diesmal vom mittleren Atlas über den hohen Atlas in die Wüste. Jetzt macht, guck. Ein? Ja. Ja, was für ein großer. Hier ist ganz schön viel los jetzt natürlich auch, ne? Natürlich. Festhalten die Kamera. Alles verkauft. Klamotten, Getrödel, Tücher, deine Zipfelkappendinger, alles gibt's da. Wie heißt die Stadt jetzt hier im Rhein? So, wir müssen nach links, glaube ich, oder? Beni Milal. Aber was bedeutet das Schild? Wurde gleich getötet. Ein wunderbar tatsächlich. Immer noch sind wir so beschäftigt, dieses fremde Land auf uns wirken zu lassen. Alles ist anders, die Gebräuche sind anders und das Leben ist komplett anders als das, was wir kennen. In Kenifra haben wir versucht, einen Marokk-Telekom-Laden zu finden, weil unser Datenvolumen mal wieder ausgegangen ist. Und wir sind nicht erfolgreich gewesen, aber haben uns dafür durch diese engen Gassen geschlängelt. Die Stadt Kenifra lag jetzt am Westrand des mittleren Atlas und ab jetzt geht es für uns in den hohen Atlas. Da geht der Rauch auf, Nelsiva. El-Ksiba ist auf unserer Strecke die letzte Stadt, bevor es in die Einsamkeit des Atlas geht. Hier ist wohl heute auch wieder Markttag. Hier in der Stadt wird ordentlich gegrillt. Überall sieht man den Rauch aufsteigen und man riecht es auch. Wir sind mal wieder auf der Suche nach einer Bank. In Marokko kann man pro Abhebevorgang 2000 Dirham abheben. Das sind ungefähr umgerechnet 180 Euro. Mit 2000 Dirham kommt man hier in Marokko relativ lange zurecht, es sei denn, man braucht Kraftstoff. Diesel ist trotz allem im Verhältnis zu Lebensmitteln relativ teuer hier. Nach den Erfahrungen der letzten Tage würden wir sagen, dass nicht jede Bankkarte in jeder Bank passt und es sicher sinnvoll ist, ein paar mehr dabei zu haben. Und auch noch wichtig zu wissen ist, dass in Marokko hauptsächlich Cash gezahlt wird. Wir haben eigentlich kein einziges Mal erlebt, dass wir mit Karte zahlen konnten. Die Städte, die wir bisher durchquert haben, waren teilweise sehr unterschiedlich gewesen, von sehr einfach bis fast europäischer Standard. Das ist hier sehr verschieden. Thank you.
Bei dem Anblick dieser atemberaubenden Landschaft sind mir tatsächlich die Tränen in die Augen gestiegen, weil ich so erfasst und ergriffen war von dieser wunderschönen Landschaft. Kaum zu beschreiben, dieses Gefühl. Und wieder hat sich die Landschaft so stark verändert. Erst grüne, bewachsene Berge und mittlerweile sind diese Berge sehr, sehr karg. Wir haben mal hier mitten im Nirgendwo eine kurze Pause eingelegt, um uns die Füße zu vertreten, bevor es dann weiterging. Nein, er wollte uns zum Stehen bringen, aus irgendeinem Grund. Gegen späten Nachmittag sind wir an der Auberge Tislit angekommen, unserem Übernachtungsort. War anfangs gar nicht mal so geplant gewesen, aber hat sich letzten Endes als Juwel herausgestellt. Hier auf über 2000 Metern hat es heute Nacht nochmal Frost gegeben, aber das hat uns nicht davon abgehalten, diesen magischen Morgen zu genießen. Einer Legende nach ist der Lac Tislit mit dem Lac Isli zusammen aus einer unglücklichen Liebesgeschichte heraus entstanden. Und zwar durften zwei Liebende verschiedener Stämme einander nicht heiraten. Und die beiden waren so verzweifelt gewesen, dass sie auf die Berge hochgegangen sind und dort ihre Tränen vergossen haben, die dann zu großen Seen wurden. Und vor lauter Verzweiflung haben sie sich dann darin ertränkt. Und nachts sollen sie angeblich wieder aus ihren Seen an Land steigen. Schönen guten Morgen aus dem Hohen Atlas. Wir sind heute aufgewacht mit einem wunderbaren Bergpanorama hinter uns. Haben herrliches Frühstück bekommen von der Wirtin hier, von der Kaspar. Das war alles wahnsinnig nett. Jetzt machen wir uns langsam trotz der Schönheit wieder auf den Weg, denn wir wollen heute noch so ein bisschen in die Wüste. Heute geht es durch die Todra-Schlucht und wenn alles gut geht, dann wollen wir in der Nähe von Gulmina übernachten, weil da gehen die ersten Wüstentracks für uns dann los. Ja, machen wir uns jetzt mal auf die Socken. Ein bisschen traurig ist es schon, hier wegzufahren, weil das ist schon unwirklich schön. Also ja, aber wir wollen ja noch ein paar Sachen mehr sehen, ne? Auf geht's! Später. Die Auberge Tislit ist ein vielbesuchter Ort, wie man an den ganzen Stickern sehen kann. Und wir können tatsächlich diese Herberge wärmstens empfehlen. Die Herbergsmutter oder die Gastgeberin ist eine sehr, sehr nette Person, kann super Französisch. Und ja, wir haben uns richtig zu Hause gefühlt hier.
Wir sind weiter unterwegs durch den Hohen Atlas in Richtung Wüste und den nächsten Ort, den wir passieren, das ist Imilchil. Imilchil liegt in Zentralatlas und ist eine Bergoase, die ausschließlich von Berbern bewohnt wird. Imilchil ist bekannt über die Grenzen Marokkos hinaus wegen seines alljährlich stattfindenden Mussem. Das ist sowas wie eine Kirmes mit angeschlossenem Heiratsmarkt. Aber der hat inzwischen eher ein Musik- oder Folklore-Festival-Charakter. Die Landschaft des Hohen Atlas zieht uns richtig in ihren Bann. Hin und wieder trifft man auf ein paar Schafherden mit ihren Hirten, aber sonst ist man hier wirklich ganz alleine. Auch die Ortschaften haben sich sehr verändert. Die Bauten bestehen mittlerweile nur noch aus wenigen Stockwerken und ab und zu sind auch ein paar Lehmhäuser dabei. Nach ein paar Stunden Fahrt haben wir uns hier einen kurzen Zwischenstopp erlaubt, um unter anderem auch die schöne Aussicht zu genießen. Für diese einsame Gegend hier war hier richtig was los. Sogar die Marokkaner machen Sightseeing.
Es gibt übrigens mehrere Wege, um über den Hohen Atlas in Richtung Süden zu kommen. Wir haben uns jetzt diesen Weg ausgesucht gehabt, aber natürlich gibt es auch viele eindrucksvolle andere Varianten. Die heben wir uns aber auf für ein anderes Mal. Noch weit über eine Stunde bis zur Totra-Schlucht. Sicherlich ist euch aufgefallen, dass uns der ein oder andere am Straßenrand zugewunken hat, auf uns zugelaufen ist oder sogar versucht hat, uns aufzuhalten. Meistens handelt es sich um einen Versuch, um an Zuwendungen zu kommen. Das ist wirklich ein sehr kompliziertes und schweres Thema und wir haben auch selbst noch nicht wirklich eine Lösung dafür gefunden, wie wir damit umgehen. Ja, und hiermit ist der zweite Teil unserer Marokko-Reihe schon wieder zu Ende. Es war sehr viel Fahrerei, sehr viel Roadtrip und liegt natürlich auch daran, dass wir auch wirklich viel gefahren sind. Und Ziel war es tatsächlich, recht schnell in die Wüste zu kommen. Das seht ihr dann beim nächsten Mal.